In Braunschweig wird zurzeit die genaueste Uhr der Welt entwickelt. Sie taktet mit einer 10.000-fach höheren Frequenz als bisherige Atomuhren und ist dadurch 100 Mal genauer. Jetzt können Abläufe in der Natur gemessen werden, die bisher unmöglich zu untersuchen waren. Klicks und Science and Fiction, herzlich willkommen. Wer eine Apple Watch hat, der kann am pünktlichsten an Silvester anstoßen. Sie verfügt nämlich über einen temperaturstabilisierten Quarzoszillator, über den ansonsten nur deutlich teurere Quarzuhren verfügen. Normale Funkuhren gleichen die Zeit nämlich nur ein paar Mal am Tag ab, um dann mit relativ ungenauen Quarzen die Zeit nicht mehr so ganz exakt anzuzeigen. Bei der Apple Watch ist das nicht der Fall. Die Zeit bezieht sie, wie andere Uhren auch, von Timeservern, die ihre Zeit von Atomuhren beziehen. Aber die Apple Watch ermittelt zusätzlich die Temperatur, um die dadurch bedingten Veränderungen des Quarzes zu korrigieren. Legt man zwei Apple Watch nebeneinander, laufen sie absolut synchron. Das ist aber nichts gegen die Atomuhr, die zurzeit in Braunschweig in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz PTB, entwickelt wird. Sie wird 100 Mal genauer sein. Bisher funktionieren Atomuhren folgendermaßen. Auch sie haben einen temperaturstabilisierten Quarzoszillator, der bei ihnen allerdings keine Uhr taktet, sondern ein elektromagnetisches Feld, dem Atome ausgesetzt sind. Sie haben eine Resonanzfrequenz, bei der sie besonders viel Energie aufnehmen und wieder abstrahlen. Mit dem Quarz bilden sie einen Regelkreis, in dem immer gemessen wird, wie hoch die abgestrahlte Energie ist. Der Quarz wird dadurch immer in dem Bereich gehalten, in dem die Energie am größten ist. Die Taktfrequenz liegt dabei im Mikrowellenbereich. In 20 Millionen Jahren weichen diese Uhren um eine Sekunde ab. Exakter kann eine Uhr heute nicht sein. In Braunschweig wird jetzt allerdings eine optische Atomuhr gebaut. Hierbei wird die Resonanzfrequenz eines Ions mit Hilfe eines hochexakten Lasers gemessen. Dabei ist die Frequenz 10.000 Mal höher als bei bisherigen Atomuhren und die Zeit wird 100 Mal genauer gemessen. Dafür ist jetzt an der PTB ein hochexakter Laser entwickelt worden. Er ist der schärfste Laserstrahl der Welt. Das Besondere, er strahlt nur in einem sehr engen Frequenzbereich und er ist besonders stabil. Die Lichtwelle schwingt rund 200 Billionen Mal in der Sekunde und kommt dabei erst nach 11 Sekunden aus dem Takt. Bei einer Lichtgeschwindigkeit von 299.000 Kilometern pro Sekunde ist der Strahl dann schon fast 3,3 Millionen Kilometer lang. Auch hier wurde das durch eine Technik möglich, die Temperatur, aber auch Druckschwankungen ausgleicht, wie beim temperaturstabilisierten Quarz, also Siliziumdioxid. Bei der optischen Atomuhr besteht der Resonator aus elementarem Silizium, das als ein Kristall mit einem homogenen Kristallgitter, das noch zusätzlich auf 150 Grad minus heruntergekühlt wird und von Seismik, Schall und allen möglichen Umwelteinflüssen isoliert ist. Die Größe schwankt jetzt nur noch um maximal 10 Atommeter. Das ist das 10-millionste der Größe eines Wasserstoffatomes und das ist ja das kleinste Atom, das es gibt. Er kann jetzt für die neuen optischen Atomuhren eingesetzt werden und dort die Frequenz besonders exakt ermitteln. Dabei wird dieser besondere Laserstrahl durch ganz Europa geschickt, so besonders ist er, damit optische Atomuhren noch exakter verglichen werden, um einen noch genaueren Mittelwert zu ermitteln. Eigens dafür wurde im September eine 1400 Kilometer lange Glasfaserleitung zwischen Braunschweig und Paris in Betrieb genommen, über die dieser Laserstrahl jetzt geschickt wird und damit zwei optische Atomuhren takten kann. Jetzt können in Paris und Braunschweig unglaubliche Dinge gemessen werden, zum Beispiel die unterschiedliche Rotverschiebung von Licht, die durch die Gravitation verursacht wird. Die Höhendifferenz zwischen den beiden Städten beträgt 22,7 Meter und kann jetzt so bestimmt werden. Und jetzt kann auch die Sekunde genauer bestimmt werden. Bisher war sie das 9.192.631.777-fache der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133 cs entsprechenden Strahlung. What? Okay, ich habe auch keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird die Sekunde bald neu definiert werden müssen. In Braunschweig hat also ein neues Zeitalter begonnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was sich dadurch noch alles ändern wird, das erfahrt ihr natürlich bei Klicks um Science and Fiction. Wenn ihr keine Videos dazu verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Ja, und hier geht es weiter mit Star Wars Todessternlaser gebaut. Draufklicken und los geht's. Bis dann. Bleibt dran.